Wir sind wieder da. Die Regie doppelt meine Stimme. Hups. So, hallo, hallo, hallo. Die Mittagspause ist vorbei. Die Teams stehen bereits wieder auf dem Feld. Oh, ich habe mich hart eingesaut, sehe ich. Ihr werdet das verkraften, hoffe ich. Ich habe ja hier auch noch meine Kapitänsbinde um. Die muss ich immer eben abnehmen. Das sieht ja lustig aus sonst. So. Gut, da haben wir es. Die Teams bereits auf dem Feld. Wir sehen die Lucky 15 Staffordshire gegen die Dornbirn Daltons. Ich hoffe, ihr seid alle wieder am Start. Lasst mal kurz ein Hallo bei Twitch oder in sonstigen Chats, wo ihr gerade zugegen seid, dass ich hier mal eine Übersicht habe, wer uns überhaupt folgt. Es laufen bereits die 10 Sekunden. Die Lucky 15 Staffordshire Kollegen kommen von links. Ihr seht sie gerade beim Breakout. Auf der anderen Seite die Daltons, die Luckys, bockstark heute meines Erachtens ein Unentschieden und den Rest gewonnen. Die Daltons haben es da schon etwas schwerer, aber sich gut geschlagen gegen die Mercs vorhin. Das lässt hoffen, dass sie hier vielleicht besser klarkommen. Verlieren aber jetzt hier beim Break schon den ersten Spieler auf Snake-Seiten. Da geht der zweite Spieler und nimmt noch das Penalty. Das heißt, jetzt schon stark dezimiert hier der Kader der Jungs aus Dornbirn. Der erste Punkt wird wohl klar hier Richtung Insel gehen. Und so ist es auch, das Handtuch geworfen von den Dolphins. Ja, in der zweiten Begegnung dieses Blockes haben wir keine geringeren als die Mercs Wiener Neustadt gegen Rain of Fire Nürnberg. Rain of Fire heute unglücklich unterwegs vorhin. Die Hurricanes schon am Rande der Niederlage gehabt. Dann haben die Hurricanes nochmal richtig den Hammer ausgepackt und das Spiel noch für sich rumgedreht. Mal schauen, wie es jetzt gegen die Mercs läuft, die auch heute bockstark unterwegs sind. Ungeschlagen. Und wirklich stark. Bouncen hier schon direkt den ersten Spieler. Der hat das aber gemerkt, dass es nur ein Bouncer war. Spielt direkt weiter. Alle Spieler sind noch drin. Wobei die Mercs ultra-offensiv hier schon direkt in Dorito 4 und in den Game Boy sind. In Game Boy, ihr wisst, dieses große Viereck in der Mitte der Dorito-Seite. Ihr gerade seht recht schön im Splitscreen, dass Rain of Fire in der Snake-Seite sich einen auf der Snake-Seite sich einen Vorteil erspielt hat, hier bereits in Snake 2 drin ist. Da bleibt jetzt den Wienern erstmal nur die Verteidigung auf der Seite. Roff verliert hier den Dorito 3-Spieler. Sind also jetzt recht kurz nur noch aufgestellt. Jetzt der Merc-Spieler zieht auf in die Snake und kommt hier an und dann direkt der Fill-Up auch wieder in den Tower dahinter. Sehr schön gemacht, was die Mercs da jetzt gemacht haben. Das waren jetzt drei Moves recht kurz hintereinander. Die Secondaries haben jetzt hier beide inneren großen Bunker, crossen die runter, haben das T-Pack 3 geladen und sind in der Snake on Fire. So sieht's wohl aus. Ja, Bang singt. So, was haben wir hier? Wir haben die Mercs aus der Wiener Neustadt gegen Rain of Fire in Sichtweite von der Wiener Neustadt, könnte man fast sagen, nämlich aus Nürnberg. So, und Rain of Fire, Bad Hair Day heute für Sie und tatsächlich auch die restliche Saison hinter Ihren eigenen Erwartungen ein bisschen zurückgeblieben. Sah, am ersten Spieltag hat man immer noch gemeint, so sieht irgendwie viel besser aus, als es funktioniert, ne? Stabiles Kader halt auch eigentlich, ne? Also ich meine, das ist jetzt so. An den Leuten, die drin sind, liegt es nicht, aber sie kriegen es noch nicht ganz umgesetzt. So, und jetzt wurde es auch gerade wieder ausgetault für die Mercs hier. Klare Kiste. So, Disco, Marcel Ja. Eschberger. Mittlerweile, irgendwer hat mir heute gesagt, es gehen gar keine Facebook-Chats. So, aber es gehen Facebook-Chats. Wir sehen hier oben Facebook-Chats. So, wie waren die Spaghetti im Steiner Diner? Es gibt gar keine Spaghetti. Ich war gerade gucken, es gibt Rigatoni und die waren so gut, dass sie gerade schon aus waren für den Moment, als ich welche haben wollte. Na toll. Aber Ja. weißt du was? Was denn? Ich habe heute was rausgefunden. Was? Ich meine, dir muss ich wahrscheinlich nichts erzählen. Du weißt ja, dass es deutlich hilfreicher ist, zur Franzi ganz besonders lieb zu sein.
Ja, richtig, das hilft immer. Sie hat ja es hier hochgebracht, stimmt, das habe ich gesehen. Ich habe auch gefragt, wie er das gemacht hätte, und hat sie gesagt, du wärst charmant gewesen. Ja. Also, charmant, er kann das. Falls deine Frau jetzt zuguckt. Bin ich am Arsch. Falls deine Frau jetzt zuguckt, am Arsch. Ja, ich hab, der hat hier sogar schon den Müll rausgebracht. Nein, das hab ich. Mach mich doch nicht fertig, ey. Doch, Mann, du bist fertig. Das ist sowas von geliefert. Ich würde schon mal deine Organe verticken. Dosa, ist das eigentlich richtig, dass wir gleich noch ein Duell haben? Wie, was? Nee. Wir hatten heute schon eins. Nee. Wir hatten heute das denn? Was für ein Duell? Wir spielen doch gleich noch gegeneinander unsere Teams. Haben wir echt noch nicht heute gegeneinander? Wir haben echt noch ein Duell gleich, ne? Ja. Oh, fuck. Ja, krass, wir haben noch ein Duell gegeneinander. Willst du jetzt irgendwie einen Waffenstillstand aushandeln? Keineswegs. Ich meine, ihr habt ja gerade schon richtig unfassbar von den Belgiern eins von Latz gekriegt. Wir das, heute war auch, Etja, das war Etja. Ja, gegen Etja war das so. Wir haben das von den Belgiern schon gehabt, so. Und da wissen, wir wissen ja beide, wie es sich anfühlt zu verlieren. Also wir haben bei Etja tatsächlich nicht gut ausgesehen, aber vorher auch 9 Punkte am Stück nicht verloren. Das stimmt so, ihr wart echt mega stabil. Ich habe euch heute auch hier oben ein paar Mal gelobt, als du nicht dabei warst. Da fällt mir das einfach leichter. Ja, ist ein easier, ne? Ja. Es tut nicht so weh. Ja, wenn ich dann oben bin, nervt es auch schon wieder. Alles ja. Gute, was ich gesagt habe. Ja. So, die Daltons haben wir hier trotzdem auch noch unten, oder? Das sind Lucky 15s. Die Daltons haben sich ja erstaunlich gut gegen die Mercs geschlagen, auch wenn es nachher verloren gegangen ist. Deswegen ja, tatsächlich ist es aber so gelaufen, wie ich stand unten, weil wir gerade das nächste Spiel den Block danach hatten. Und es ist genauso ausgegangen, wie ich gedacht habe. Ja, aber die waren dran und ich bin halt gefragt mich, ob es jetzt vielleicht für die Luckys reicht. Glaube ich nicht. Also meine Überlegung... Da. Oh, ja, okay. Boah, wenn du jetzt wieder recht hast, ne, dann bin ich echt ein bisschen angepisst. So, weil ich den ganzen Tag eigentlich ganz gut so. Mhm. Bis jetzt sah ich professionell aus. Mhm. Nee, aber ich glaube, unprofessionell, das schaffen wir heute auch nicht mehr, dass du unprofessionell aussiehst. Nee, war einigermaßen, ging so. So, der Tone hier, guck mal, ob er seinem Jungen da noch was freischaufeln muss. Sache ist auf jeden Fall, dass ich genau das gewusst habe, denn die Mercs sind ehrlich gesagt gerade klar besser als die Dondon Daltons, aber weil das ja so ein innerösterreichisches Derby war, haben die sich natürlich hart gegeben gegenseitig, weil dann will man nicht zurückstecken. Ja. Und deswegen ist das, sag ich mal, angeglichener ausgegangen, als es auf dem Papier vorher hätte ausgehen müssen, finde ich. Okay. Weißt du, was ich mir gerade habe sagen lassen? Nee, was? Wir haben hier gleich noch einen Spaß auf dem Turm. Wir kriegen gleich noch Besuch. Wäre gut. Und da haben wir noch die Ehre, was zu überreichen. Mehr kann ich jetzt im Stream noch nicht verraten. Okay. Aber du kannst dir das angucken, das liegt da unter dem Stapel links. Also ein Briefumschlag. Ja. Na, ist der offen? Das, guck mal das auch an. Ah. Aber nicht vorlesen. Oh, fuck. Ja, nee, das ist krass. Ne? Oh, jetzt haben wir hier nochmal Rain of Fire. Habt ihr gerade gesehen, das ist der Matthias Schäbler, der hier gerade in den vorgezogenen Stand-up gegangen ist, sich selber gecheckt hat. Ja, der Schäbler, da habe ich eben noch mit gesprochen, der war reichlich ange... Der ist angepisst, der Matze. Der, also wenn der Matze sauer wird, kann der Matze auch Spiel alleine entscheiden. Ich glaube, da merkt man manchmal, dass er lange mit dem Dave gespielt hat. So. Das konnte Dave auch ganz gut. So, wenn der dann irgendwann mal die Krise kriegt, dann will der nicht mehr verlieren. Wobei ja, dass er auch jetzt momentan bei den Hurricanes nicht viel muss. Nicht, viel nicht. Ja, aber auch nicht. Zu oft, ne? Ja, aber aus Hurricanes Sicht so, der ist nicht zufriedenstellend. Die sind heute, glaube ich, also das wirkte nicht... Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt irgendwie von The Rough gegen die Mercs kommt. So, ich sehe die Mercs. Ganz interessant wären doch jetzt mal wieder die Einblendungen. Ihr könnt ja voten zu Hause. Lass mal doch mal sehen, wie hier die Votes aussehen. Die ist, da kommen sie direkt. Super, danke Regie. Okay, das ist eine ziemlich klare Sache. 0% für die Mercs, 100% für Rain of Fire Nürnberg. Also ich sag mal so, der... Also Österreich ist ein kleines Land. Ja, das sind halt weniger Abstimmer. Aber ey, sehen wir mal an, wir hätten die jetzt alle Abstimmenden aus Österreich mit 1500 multipliziert. Ganz kurz, 1500 mal 0, wie viel haben wir da? 1500 mal 0, wenn ich da jetzt oben, also muss ja weg, also 0. Einen Sinn und einen runterholen. 0. Einen runterholen und damit fangen wir erstmal an. Einen runterholen? Ja. So, aber hier wird im Spiel gefragt, Lowjack OG, how are Lucky 15s doing? Ja, Lucky 15s doing pretty well. So, asking our Regie. No, on the first leg, I think they had a lot of problems, but since the starting the second leg, they play very well. And I think they think he's reffing to today, and today they're doing pretty well. They're absolutely strong. They stomped us through the ground like 4-0 against Cologne Predators. Yeah, and they're on fire the whole day. So have a look at this game pair, because they are playing right now. I think they played one draw and won the other games till now.
won the other games till now. Yeah, I haven't expected the draw, but yeah, they are strong. It was against Etcher, huh? Yeah. I was talking to one of the guys up here, and I also told him that they were quite struggling the first day, and then they came out swinging the second, and everybody was like, oh, sheet. So, Jack, yes, that was your yeah. 1 minute in English for... Yeah, 1 minute in English for you guys on the island. So, okay, jetzt gehen wir weiter aufs Deutsche. Die Mercs haben ja gerade auf jeden Fall den zweiten soliden Punkt gegen Reign of Fire gemacht. Ja, Reign of Fire können leider Gottes noch nicht so abgehen. Für die reicht es momentan nicht. Irgendwas müssen sie aber gewonnen haben, denn ich erinnere mich, dass sie nach dem zweiten Spieltag, glaube ich, auf einem der Abstiegsplätze waren, und heute sind definitiv zumindest zeitweise Fast and Deadly und ich weiß gar nicht, wer noch drunter gerutscht. Mhm. Dornbirn meinst du? Ja, so, yeah, Lowjack OG, last time I checked, so Lucky 15s were on the second place so far in general. Second place. Not bad for the first season over here. So, ja, da Lucky 15 haben wir jetzt direkt die Snake 1 geladen bei dem Break. Und den weiten Spieler auf den Segeln kosten 2 geschossen. Oh, Dornburn Dalton, Skin hier geschlossen. Da kommt das Handtuch, ganz schnelles Handtuch. Ja, berechtigt, ne? Berechtigt. Sekunden nach dem Break schon halb Dornburn ausradiert gehabt. Ja. Thank you for the air. No problem, you're welcome, buddy. Ja, also geht auf jeden Fall kräftig ab. Ja, dann haben wir ja heute noch ein paar richtig interessante Spiele, ne? Preds gegen Braindead, so, hoffen wir mal. Wir wissen ja jetzt, dass ihr schlagbar seid. Ja, das haben die alle gesehen. Ja. Und weißt du, dass ich jemals an einen Punkt komme, wo ich hier oben bei der ersten Bundesliga im Turm sitze und einer sagt, wir wissen, dass ihr schlagbar seid. Das heißt ja, das heißt schon, dass du es ja erst rausfinden musstest. Genau, genau aus diesem Grund hat er gerade eben was von einem runterholen erwähnt. Ja, Mann, Alter, so. Da geht mir voll einer. Das ist gut. Weißt du, was das Schöne an der Nummer war? Ja. Du hast das Gefühl, du hast mir auch einen verpasst und hast du ja irgendwo auch. Ja, ja. Hast du irgendwo auch, aber irgendwo ist trotzdem so, dass ich mich gut fühle. Ich habe mich so auf der Gewinnerebene verprügelt. Wir sind alle gut so. Wir sind alle gut. Ja, das ist so ein bisschen, klingt aber so ein bisschen wie die Kinder der Schule, oh, you're special. Ja. Das ist was Besonderes in mir. Ja, ja, das habe ich gestern noch, das wäre ja auch so ein toller, habe ich noch so einen Anmachspruch hier, weißt du? Are you fucking retarded because you're looking so fucking special? You're looking so fucking special, ja. Für unsere englischen Freunde da draußen, das findet der besser. Ja gut, die DPL wollte ja auch einfach eher eine politisch unkorrekte Quote haben für dieses Jahr und mehr sprachlich geht es. So, Reign of Fire, die 2 Punkte hinten liegen, 5 Minuten 30, das reicht für alles. Wenn wir eins wissen, dass Reign of Fire schnelle Frontspieler hat, so, die können halt schon mal richtig Gas machen. Oh, da kommt der Schäbler, glaube ich, hier rüber geflogen. Der Amos hier, letztes Jahr noch bei den Preds, vorne in der großen schwarzen Brick auf den 50s. Das ist aber jetzt ein paar Mal, konnten sie da nicht richtig viel raus machen. Die hatten jetzt schon ein paar Mal so die 50 Infield-Deckung. Sandy. Also ja, wenn die Secondaries schon passiert sind, so wie hier, dass der schon in dem Corner sitzt, lässt er sich nicht mehr belästigen da aus dem Gameboy. Ne? Ja, ja, ja. Ja, wir kriegen ja gerade, da schießt er ganz kräftig Bounce-Shots rein in der Hoffnung, dass die an der Deckung abprallen und den Gegner lackieren. Die Regie hat es hier gerade gesehen. Ich denke mal, sie meinen vorne die 50-Deckung, den rechten Pin. Für wen? Bei den Mercs, vermute ich. Wen will er damit schießen? Den... Die Anweisung aus der Regie war gerade den Typen da vorne. Ja. Und da habe ich mir gleich gedacht, ach der. Ach der, der da vorne. Ach, ja. Der da vorne. Von denen. Ja. Gut, nichtsdestotrotz, die Mercs blocken hier weiterhin Roff aus, bewegen sich jetzt gerade in die Snake 1. Roff wartet schon in der Snake 1. Der Call kommt jetzt auch gerade. Aber irgendwie passiert jetzt bei Roff nichts mehr. Das ist so ein bisschen das Problem. Sie haben jetzt einen G geschossen auf Seite von den Mercs. Ja. Ein G geschossen und jetzt kommen sie trotzdem nicht weiter. Ich glaube, das ist hier der Jason Burns, der hier den Snake Corner spielt für Roff. Und das dürfte der Matze Schäbler sein, den ihr sieht, der den Cross-Shot auf die T-Packs hat. Und aus meiner Sicht, ja, jetzt ist der Snake Insert in die 50 gekommen. Und jetzt wird es erstmal spannend. Ich schätze, da kommt jetzt ein Trade. Er schießt den Infield, wichtiger Schuss, und guckt jetzt in den Lauf. Gut, aber gute Aktion von dem Roff-Spieler, die jetzt eigentlich meiner Ansicht nach direkt vom Matze nachbesetzt werden müsste, die Snake. Innenrum, ne? Ja, eigentlich genau. Eigentlich brauchen sie nicht die zwei Leute, die es nachbesetzen. Entweder geht er über den Beam rein oder er geht vorne in den Koffer rein. So, weil nur der Dorito-Shot, der kommt erst ab der Snake 50 runter, der Dorito-Shot.
Der kann nicht weiter reinschießen. Weil da würde er nichts mehr machen können. Er hat ja einen Spieler, der vorne auf den 50s die Snake-Seite blockiert. Der blockt den aus. Der kann auch gleichzeitig die Doritos noch schießen dahinter. Er muss in die Snake, er muss es aufbrechen. So, und siehst du, jetzt ist der Fehler da hinten passiert. Jetzt hat Roth den Insert gemacht, weil vorne meiner Meinung nach nicht zu wenig passiert ist, weil der Amos, und ich glaube, es ist der Amos. Der Amos hat ihn aber geschossen, hat den Mercs-Spieler hier aus der Snake geschossen. Sehr gut, wichtiger Move auch. Haben aber vielleicht das T-Pack 50. Jetzt hat der Amos das auf dem Schirm, den seht ihr hier. So, und ist es wirklich der Amos zieht hier auf. Amos ist auch noch sauber. Und jetzt der. Okay, also was wirklich gut gemacht wurde, der Amos tradet sich da hinten. Haben wir jetzt ein One-on-One? Nee. Wir haben ja aber auf jeden Fall Two-on-Two haben wir. Verrückter Punkt. Cooler Punkt auch. Ja. Wieso? Wo hast du denn den? Ach, da. Da. Und das, was gut ist hier, wenn es denn, wenn ich im Unrecht tue, aber es ist der Matze von wie er sich bewegt, der Matze Schäpler hier mit dem Bunny Hop gerade. Also, er hat sich nicht auf einen Gunfight eingelassen und der Amos hat hinten eigentlich genau das Richtige gemacht, hat die T-Packs aufgebrochen. So, nur deswegen läuft das Spiel jetzt noch, sonst hätten sie es nämlich verloren. Ich dachte schon, er ist nur so langsam runtergegangen. Ich dachte, der Corner wäre weg. Ihr seht es hier super im Splitscreen. Da kommt ein guter Moveback. Das war jetzt nicht das, was ich erwartet hätte, aber auf jeden Fall besser, als da vorne in dem Center-Block rumzusitzen. Und jetzt geht er rüber auf die T-Packs. Aber nee, der geht ja für den in die Line rein von dem Tower. Ja, ich hätte ihn auch über die Snake gehen lassen wollen. Auf der anderen Seite, er hat einen Guide hinter sich gehabt. Den hätte nämlich der Snake-Spieler nicht gehabt von den Mercs hier. Also was mich an der Nummer stört, ist, dass die zwei Punkte hinten sind und dann kannst du eigentlich nicht mehr hintenrum aufziehen. Wenn du jetzt deinen Heil nicht mal suchst und das 2-1 machst, fehlt dir ja gleich auch die Zeit. Also der Moveback, den finde ich jetzt auch eher unorthodox, aber vielleicht ist er nicht so schlecht. Und ich glaube, hat er ihn da hinten am Pack gerade gebounced? Nee, hat er nicht. Schau mal, der 89er, hier unten, der sperrt einfach den Weg für und den Matze. Dem ist er ja jetzt genau rein in den Block gelaufen. Richtig, und er ist 2-0 hinten. Ich habe ja eben schon gesagt, er hätte innen über die Snake insern müssen, weil er hat ja auch noch einen Guide bei sich hinter der Snake gehabt. Der Snake Corner ist ja hier noch besetzt. Und jetzt sitzt er da hinten blockig fest. So, und soll ich dir was sagen? Der Snake Corner macht aber auch einen doofen Job da. Ja, weil er auch was tun muss. Richtig. Der kann eigentlich da lange schon weg sein. Schäbler hat es, glaube ich, erwischt. Ja, Ref, yo, er ist weg und jetzt können sie es taulen und jetzt haben sie es verloren. Es tault keiner und das gewinnen sie so oder so nicht mehr mit 46 Sekunden. Selbst wenn sie den Punkt noch machen, das Spiel ist durch. Ich will sie nicht schlecht machen, es sind viele Buddies von mir dabei, so ich würde sie gerne gewinnen sehen. Aber da spielt auch schon ein bisschen Fuß mit. Ja. Okay, und das war's. Und ja, 34 Sekunden, das wird also wahrscheinlich noch ein Punkt. Vielleicht lassen sie es runterlaufen. Also richtig den Count haben sie auch nicht am Schirm gehabt, ne? Nee. Für Mercs auch erstaunlich wackeln. Oh, das kommt noch ein Taul. Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich mir ehrlich gesagt vor einer Minute gewünscht, das Taul. Ja, jetzt hätte ich den einen noch eben checken lassen. Ja, aber keine Ahnung, vor einer Minute hättest du noch eine reelle Chance gehabt, die Punkte vielleicht aufzuholen in irgendwas. Wie gesagt, es ist viel zu lange vorne auf den 50s stagniert das Spiel. Dann hätte der Phil eigentlich, so wie du auch gesagt hast, in die Snake kommen müssen. Der Push hätte über die Snake kommen müssen für Roth. Denke, das hat es ein bisschen. Amos hat es da hinten gut aufgebrochen über die T-Packs. Aber leider Gottes hat es nicht gereicht, um dann noch genug Leute auf dem Spiel zu haben, um die anderen zu cashen. 2-1, dann hätten wir noch ein Spiel gekriegt, ne? Ja, dann hätten wir noch ein Spiel gekriegt. So ist die Nummer eher durch. Dumm und Daltons haben aber auf jeden Fall noch alle Möglichkeiten hier. Die Lucky 15. Oh, schießen den T-Pack-Attacker da oben. Also den Schuss haben auch nicht viele Leute heute so gut gehabt. Schießen den zweiten. Ne? Also ehrlich gesagt, vielleicht habe ich mich echt eben. Vielleicht war ich zu vorschnell. Entschuldigung an alle Dumm und Daltons-Fans, falls ich zu früh ausgezählt habe. Noch mal schnell einer versehentlich auf den Ref getreten. Lucky 50 verlieren hier den dritten Spieler. Verlieren den dritten Spieler, das gibt eine Strafe. Oder er hat ihn eigentlich schon outgecallt. Also das ist... Alter. Hat der denn outgecallt? Falls ich was Falsches gesehen habe, weiß ich nicht. Aber meiner Meinung nach war da ein ganz gleiches, klares Handzeichen mit Hand on Head und Hand an Spieler. Vielleicht habe ich es auch nicht verguckt. Gut, Lucky 15 somit auf jeden Fall noch in der Snake drin, hat aber jetzt... Ne, doch, hat ihn gekriegt, ja. Das sah jetzt nach einem Move aus, ne? Wenn er da zurückgeht und dann... Ja, grundsätzlich nicht schlecht, weil er lang genug rauszögern wollte, ob sie wissen, ob sie ihn geschossen haben, aber...
Also die Lucky 15s gefallen mir richtig gut. So, die spielen halt wirklich einen anderen Ball. Ist ein anderer Stil. Hat er auch eben gesagt, sie sind hauptsächlich hier, weil der Stil sich in der DPL sehr, sehr stark von dem Stil unterscheidet, der in UK gespielt wird. Und das ist einfach interessant für sie ist, weil es ein ganz anderes Training ist. So, aber sie haben den ganzen Tag auch meines Wissens noch nicht so sehr gebissen. Also, ne, die Dornburg und Daltons machen denen das richtig schwer. Bei allem anderen war das eher so wie bei euch mit Durchmarsch. Heute Morgen war es halt spannend gegen die Offenburg-Kamenetja. Das war ein ausgeglichenes Spiel und ist ja auch 3-3 dann ausgegangen. Das war der Draw, den ich heute Morgen nicht auf dem Schirm hatte, weil wir selber im ersten Block dran waren. Mhm. Oh, noch ein Lucky 15-Spieler weg. So, und damit dürften die Daltons meiner Meinung nach fast ihren Anschlusspunkt sicher haben. Auch wenn sie viel zu passiv sind für das 3-1, in dem sie gerade stecken. Oder ist es ein 2-1? Ne, hier unten ist der vorne noch gesetzt. Oh, es ist tatsächlich, glaube ich, nur noch ein 2-1. Ich habe gedacht, hab dem Count hier oben geglaubt. Jetzt verliert sich es aber auch in einem Defensivverhalten. Naja gut, aber jetzt ist es ja auch, wenn der Punkt jetzt halt eben gemacht wird, dann ist noch genug Zeit da. Also jetzt kann man das wirklich entspannt rausmachen. 135 Liter Kaffee. Ja, yeah, okay. Ja, ich glaube, das bei Sangreal da. Sangreal. Der sagt, er hat Probleme da mit dem Stream. Auf allen drei. Ich glaube, das kommt davon, wenn man alle drei gleichzeitig streamt. Das kann auch sein. Also wie gesagt, ich sehe ihn hier oben flüssig. Ich lese auch die ganze Zeit oft genug, dass es flüssig wäre. Aber immer mal checken. Wenn es bei dir auf Twitch nicht läuft, geh doch mal testweise auf YouTube und guck, ob es da auch so ist. Und wenn es auf allen drei gleich ist oder nur auf zweien, dann liegt es meistens eher lokal an deiner bei dir. Leitung. Liegt es bei dir, ja. Oh, hier sehen wir Tone, ehemals amtierender One-on-One-Champion, glaube ich, der Millennium Series. Macht hier gerade ein schönes One-on-One gegen einen der Lucky 15-Spieler. Nummer sehe ich leider gerade nicht. Ja, der hat das tatsächlich, also der Lucky 15-Spieler hat übrigens das Two-on-One auf ein One-on-One runtergespielt. Ja, aber da ist doch das... Nummer 11 ist es, höre ich gerade. Das ist doch die Scheiße. Ja, das ist der Robert McGowan. Dass man da so defensiv gespielt hat, jetzt hängt man da drin. Da hätte man besser mal drücken gehen und das Winkel breit machen. Oh, 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 der setzt sich durch. Krass. Ja, das ist natürlich jetzt... Zehn Applaus, habe ich gibt's auch noch gar Applaus? Nicht gehört. Da habe ich heute schon mal gehört, aber das war der lauteste bisher und auch einfach gut gemacht. Habe ich jetzt eigentlich schon den Punkt bei den Dornburg Daltons gesehen. Ich glaube, dass er auch gerade... Guck mal, da feiert er sich auch jetzt gerade selber, zu Recht. Ich glaube, dass der Dude gerade alle Bunker gespielt hat. Ja, der Dude ist auf jeden Fall Robert McGowan, 29 Jahre alt und damit einer der wirklich erfahrenen Jungs bei Ihnen. Habt auch eben... ist ja quasi der Veteran im Kader der Lucky. Richtig, er hat auch eben, ich glaube, er war es, der eben hier oben war. Ja, er hat eben mal eine Runde mitmoderiert und meinte auch mit 13 Jahren Paintball-Erfahrung, wäre er halt auf jeden Fall einer der erfahrensten Jungs im Spiel. Das heißt, wenn er es denn war, hat er mit 16 angefangen. Und er hat gesagt, Durchschnittsalter wäre 21 in dem Team. Das stimmt tatsächlich, wenn ich mir das so angucke. Super junges Team. Ab 12 dürfen die spielen in England. Voll gut. So, Roth direkt hier gegangen in die Snake 1, boah, in die Snake 50 drüber. Jetzt ist aber sauer. So. Oh, Favorito-Seite war richtig. Guck mal, der kommt da durch hier unten. Snake, der Roth-Spieler ist immer noch, hat auf jeden Fall zwei geschossen da. So, und jetzt haben sie aber nicht den nachbesetzten Snake. Die nachbesetzte Snake haben sie, glaube ich, hier von Roth nicht im Kopf. Roth aber noch zu zweit, auch nur noch. Haben ihn geschossen, da kommt noch. Jo, jetzt ist Roth endlich mal wieder im Spiel angekommen. Game-Time finished? Och nö. Ach, schade, den hätte ich ihn ja noch gegönnt. Ja, und ich habe gedacht, jetzt wäre noch ein bisschen Zeit. Ich hätte mich schon wieder gefreut, dass sie zurück ins Spiel gefunden haben. Schade. Also der Punkt, den hätte Roth gehabt, muss man fairerweise sagen. Hellfire Marco meint, Paints? Was ist denn mit Paints falsch? Was, Paints? Paints voll falsch. Ach, du weißt das nicht. Weil ihr müsst halt wissen, der Disco ist halt echt schon so lange aus dem Paintball raus. Nein, Paints. Ja, Paints. Der war schon vor diesem Paints-Ding, war der Disco schon raus aus Paintball. Ja, ich bin eh ganz raus. Ist voll raus, der kennt das nur so von außen. Stille Treppe. Genau, Paints ist das, was da ist, wenn er kommt. Das liegt dann schon da. Der denkt, das ist so von alleine nachwachsender Rohstoff. Der da liegt. Der da liegt. Immer wenn der Disco irgendwo auf dem Training von Braindead kommt, liegt da halt Paints. Paints. Das ist ein Schwachsinn. Was halt schwach sind. Ja, irgendwie müssen wir die 2 Minuten Pause hier überbrücken, denn die andere Begegnung in diesem Block ist natürlich schon vorbei. Wie geht's denn hier überhaupt weiter? Was haben wir denn heute? Wir haben noch hier Ballistics gegen Breakout und die Hurricanes gegen Offenbach Fast Daddy. Mhm. Das wird auch nochmal ein fieses Ding, glaube ich, werden. Ja. Beide.
nämlich dieses Ding. Ah, ist ja schön, da können wir noch zusammen durchmoderieren, dann gehen wir beide gleichzeitig runter, um uns Ohrlaschen zu verteilen. Ja. Boah, geil, ne? Mhm. Ist schon so ein bisschen wie eine Zigarette nach dem Sex, oder? Ja, nur ja, dass wir noch davor sind, geil. Ja, da brauchst du eine Zigarette vorher. Ja. So, die Lucky 15s hier. Wir schweifen ein bisschen ab, die Jungs 3-1 hier gegen die Dornburn Daltons. Jetzt sieht es wieder so aus, als ob die Lucky 15 einfach ihre Secondaries schneller durchsetzen und irgendwie aggressiver stehen. Überhaupt, dass es 3-1 steht, so absurd. Der Punkt war so sicher, die hätten da einfach nur durchziehen sollen. Ja, ist wirklich unglücklich für die Daltons dann gewesen. Aber die Luckys, was mir bei denen wirklich richtig, richtig gut gefällt, also A, sind die relativ schnell, wenn es drauf ankommt. Die haben wirklich schnelle Attacker, aber die sind so, die haben so eine gute Feldkommunikation untereinander. So, die sind nie hektisch, habe ich das Gefühl, und sie quatschen alle ganz fleißig mit sich. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Passt einfach als Team ganz gut zusammen. So, die warten auch einfach. Die haben ja jetzt überall nur die Bait draußen liegen. Also haben nur Köder ausgelegt eigentlich jetzt, wenn ihr mal guckt so. Und da ist der erste Köder. So, und ehrlich gesagt, ja, jetzt muss der Toner halt, jetzt muss der Toner halt reagieren. Der hat jetzt gerade von den Luckys den Fill in die Snake mitbekommen. Versucht jetzt die Snake runterzuschießen. Wow, wenn der Lucky-Spieler da noch auf der Innenseite sauber ist, dann würde mich das wundern. Ja, jetzt geht er. Jetzt geht er. Jetzt zufällig erst. Gut, es war kein Ref da. Wir können es, keine Ahnung, es ist eine reine Vermutung und ich habe es eben schon gesagt, in Rea Pro Dubio, im Zweifel für den Angeklagten. Und der... Wen hast du das jetzt übersetzt? Glaubst du, irgendeiner wusste das hier nicht? Ja, stimmt eigentlich auch. Der gewöhnliche Paintballer hat ja bei dem Durchschnittsjahreseinkommen auf jeden Fall das mindestens auf jeden ein kleines Fall das kleine Latinum. Ich wollte gerade auch anfangen vom kleinen Latinum. Ja, echt, Scheiße. Hast du dich da schon reingeholt? Die Kehle und Bonum. Wenn ich eins ausstrahle, dann ist das Abitur. Wollte ich nur mal andeuten, meine Latein-Skills. Ja. Ich wollte die nur mal kurz... Ja, nur mal ganz kurz rein. Wir können ja noch mal hier gerade Mr. Ristfaktor, hallo, wo ist denn der? Achso, da ist eine Lamola-Welle bei Facebook. Eine Lamola-Welle. Guck mal, wie geht das denn? Also, das verstehe ich jetzt nicht. Also, bei der Lamola winkt bei Facebook. Der Lamola fängt an hier. Guck mal, der Lamola sagt Hallo bei Facebook und bei YouTube im Stream antwortet einer. Mr. Ristfaktor, hallo. Ah ja, was ist das denn hier? Das ist auch so ein Dreifach. Ist das Streamception oder sowas? Auf jeden Fall ist der in der Matrix. Das kann ja gar nicht wahr sein. Okay, jetzt wird's unheimlich. Ich möchte bitte, dass dieser Chat hier oben wieder abgeschafft wird. Ja. Leg bitte deine Sicherheitsbinde an. Hey, Michael Damberg. Das sind die neuen Binden. Moin. Das sind die neuen Binden. Ja. Das ist einfach Religionstrennung. Und ich bin C steht für Comrade oder nee, was? Für Christ. Ach, für Christ. Oh. Dann darfst du Sonntag aber nicht arbeiten. Ja, das sind auf jeden Fall die neuen Binden. Man hat jetzt hier eine Regeländerung eingeführt aufgrund vergangener. Das hängt alles mit der neuen Initiative der DPL zusammen. Und zwar gibt es genau in jedem Team einen einzigen, der überhaupt noch mit den Refs irgendwas besprechen darf. Der Rest hat einfach Verbot. Und wisst ihr, wer derjenige ist? Der Dude, der diese Binde trägt. Ja, aber die anderen Dudes haben eine mit A oder Discord, eine mit C gekriegt. Das hat was mit Unterklassigkeit Qualität zu tun. Das hat was mit schlechter Ware. Alle haben eins mit A. Also wenn ihr einen mit einer roten Binde seht, so, das sind auf jeden Fall, also wenn ihr was wissen wollt, fragt einen mit einer A-Binde. Aber original so passiert, ich hab das Ding um, wir stehen da unten, spielen den zweiten Punkt oder so, alles ist in Ordnung. So, Willi kommt in die Box gelaufen, reißt mir das Ding vom Arm, bindet sich's um und rennt nach vorne. Da hier 4-1, konzentrier dich mal aufs Spiel hier, ja? Entschuldigung. 15. Nein, Quatsch, du willst. Entschuldigung, nein, jetzt will ich das nicht mehr sagen. Dann möchtest du nicht mehr? Ich bin traurig. Können wir gleich drauf zurückkommen. Ach, guck mal, wir haben einen Ref, der Neonmütze ist. Oh, der Ref callt auch da, nee. Sagt es sauber und. Nein, er hat hier. Du bleibst drin! Du bleibst drin, aber dafür geht der Tone! Ja, du bleibst drin! Du gefällst mir, der Tone muss raus. So, Tone muss raus, Lucky 15s hier. Überlegen sich, ob sie einfach ihre Seconds von hinten ganz aufziehen, weil die Jungs sich vorne nicht ganz bewegen. Liegen jetzt natürlich mit 4-1 vorne, das heißt also quasi Matchball für die Lucky 15s, die hier den Sack zumachen können. Die haben aber nicht den Snake 50-Spieler hier. Pass mal auf, guck mal runter, da siehst du es jetzt gerade. Die Dornburn Daltons, jetzt macht er den Fehler und guckt außen auf der Snake rum und... Oh, jetzt holt er, schöne Aufnahme hier, hat ihm die Innenseite massiert. Oh, da gibt es eine Strafe aber hinten für die Luckys. Ist ein schnelles One-for-One hinten gezogen worden. So, machen die Luckys hier ihren Matchball. Oh, da kommt der Ref hinterher. Ja,
Intensives Checken. Mit hm? Liebe. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, Sie haben sich Telefonnummern ausgetauscht. Das war schon romantisch. Ich denke schon. Ist ein bisschen, ich meine, ich hatte ein schwaches Flackern vor Kerzenschein von gesehen. Von mir sah es so aus, als wenn er drinnen wäre. Ja, ich glaube, er ist drin. Okay, schön. Und da ist er mit einem Fuß auf der Outline gelaufen, ist bisher safe. Jetzt muss er auch raus. So, das heißt, One-on-One. Haben wir noch einen Lucky-Spieler hinten auf den T-Packs? Das ist wieder, jetzt ist ein One-on-One. Ich glaub, jetzt das ist wieder der Böse vom letzten Mal. Ja, der hat das aber nicht auf dem Schirm so richtig. Jetzt hat er ihn zwangsweise auf dem Schirm. Der Kollege Herrmann, der sieht gerade aus in seinem 50-Bunker, als wenn er voll Bock auf das Duell hat. Ja, guck mal, das ist jetzt sein großer Moment. Ja. Ah! Kurzer war's. Kurzer, aber er hätte es reißen können. Es lag in seiner Hand. Ja, und somit aber, wenn er noch ausrennt, also ich finde, jetzt müsste er ausrennen. 15 Sekunden, 14 Sekunden. Ja, das schafft er noch bis zum Buzzer. Gut wäre, wenn es jetzt als Geräusch kommt und einfach wegen Coolness der Punkt fehlt. Nee, das dürfte ein Mercy für die Luckys sein gegen die Dornburn Daltons. Jetzt ist es auch tatsächlich so, wie ich das gesagt habe, aber zwei Punkte haben sie hart gewackelt, die Luckys. Haben mal Nerven kurz gezeigt. 5:1, da gibt es halt nichts zu reden. Ja. Thema durch. Wir gehen in den nächsten Block und ich wage mal eine Prognose. Guck mal, Lamola ist echt in der Matrix. Jetzt kommentiert er bei YouTube. Überall, Alter. Der Typ. Überall. Lamola, es ist ja immer sehen und gesehen werden, oder? So ist das mit den Korps.